Suchen Sie irgendetwas Bestimmtes? Was sind Sie? Hä? Mein Name ist Ferguson. Ich bin Bankkassierer. Ich bin Clark Gable. Ich habe mit diesem Ferguson geredet. Ich bin ihm zu seiner Bank gefolgt. Er hat nicht die geringste Ahnung. Ich muss mit Fuller reden. Aber der ist du? Hören Sie mit dem Scheiß auf! Denken Sie, ich weiß nicht, was hier läuft! Ich muss ihn nochmal sprechen. Ich muss ihn nochmal sehen. Sie haben den Brief gelesen. Ich will genau wissen, was da drin steht. Einfach alles. Als ich es das erste Mal las, hielt ich es für einen Witz. Die Welt ist nichts als ein Betrug. Es klappt verzählig. Aber ich bin nicht blöd, Mr. Hall. Ich habe doch gesehen, wie Sie und Ferguson gewechselt haben. Und dieser ganze Kram von wegen, ans Ende der Welt zu gehen. Was heißt das, bis ans Ende der Welt? Ich habe haargenau das getan, was in dem Brief stand. Ich wählte einen Ort, wo ich sonst nie hinfahren würde. Ich versuchte, nach Tucson zu fahren. Und ich dachte, was soll's? Ich war noch nie auf dem Land. Und ich fuhr mit dem Wagen auf den Highway. Ich fuhr mit über 90 Sachen durch die Wüste. Nach einer Weile war ich das einzige Auto auf der Straße. Bloß ich und die Hitze und der Staub. Und ich hielt mich genau an das, was in dem Brief stand. Achte nicht auf Straßenschilder und halte auf keinen Fall an. Nicht mal an Straßenschwärmen. Aber gerade als ich mich der Stadt hätte nähern müssen, stimmte irgendetwas nicht. Es gab keine Bewegung, kein Leben. Es war alles regungslos und still. Dann stieg ich aus dem Wagen. Was ich dann sah, erschreckte mich bis in die Tiefen meiner erbärmlichen Seele. Es war die Wahrheit. Es ist alles ein Betrug. Nichts ist echt. Wieso sollte Fuller mir etwas über die Grenzen der Simulation schreiben? Die Grenzen der Simulation kenne ich doch. Ich bin jetzt der, der die Fragen stellt. Ich will jetzt wissen, warum. Wieso ihr uns das antut. Warum pfuscht ihr mit unserem Verstand herum? Ihr solltet es nicht rausfinden. Ich hab's aber rausgefunden. Und jetzt will ich, dass sie mir zeigen, was echt ist. Ist das echt? Ist das echtes Blut? Wie gefällt es Ihnen, wenn man in Ihrem Leben rumforscht?